schmalpiger Schickmist. Ja, also ich begebe mich auch irgendwo hinter so eine Düne in Deckung und möchte mal darüber spähen, ob ich denn irgendwelche menschlichen Lebenszeichen oder sogar Astartes ausmachen kann in dem Lager. Vielleicht Gefangene. Wenn du anfängst, die Bühne hochzulaufen, würde ich sagen, warte noch ein bisschen, warte noch kurz, Bruder. Okay. Das Problem ist, es kommt immer nur auf den lautesten an. Verzieh dich! Es muss mal einer gesehen werden. Oi, gib mir den Spanner! Ich bin jetzt der Boss! Lass mich mir schnell machen. Und dann hast hier kein Mac-Shop! Möglichst lautlos näher ranschleichen und sich mal umsehen. Dann gib mir mal eine Schleichenprobe. Du kannst die anderen zurücklassen und gehst dann selbst weiter in Richtung dieses Amphitheaters. Das ist geschafft. Das ist geschafft, gerade so. Und. Alter Sack, hast du 70 Schleichen? Ich hab 80 Schleichen. Ah ne, ich hab 70 Schleichen. Ich hab 73. Und ich hab 20. Kannst dich dann beliebig nah an die Amphi-Arena herantasten. Deine anderen Brüder lässt du, wie gesagt, hinter dir zurück und du kannst sehen, wie sie wohl vor zwei Fahrzeugen stehen. Das Lenkrad scheint wohl tatsächlich zu existieren. Sie haben sich da wohl zusätzlich noch irgendwelche Auspuffe dran gebastelt. Die Räder sind wohl nicht allesamt aus Gummi. Einige sind nicht mal mehr rund. Aber zumindest sind es jeweils vier beziehungsweise sechs runde Dinge an den Sachen, wo normalerweise dann die Achsen sind. Und noch zahlreiche weitere Sachen, die sie dann da wohl drauf gemalt haben. Allesamt sind gelb angemalt und du kannst wohl erkennen, wie ein, neben den beiden Fahrzeugen steht ein etwas größerer Ork. Auch wohl mit einem Maschinenarm, also irgendwelche Servogliedmaßen, würde man vielleicht beim Adeptus Mechanicus sagen. Auch wenn deine anderen Tech Marines vielleicht ganz, ganz andere Meinung dazu haben würden. Aber das scheint wohl sowas wie einer der Maschinenpriester dieser Orks zu sein. Ein Ork-Boss. Und du kannst wohl auch erkennen, wie er auf seinem Rücken ein großes Generatorfeld oder so etwas trägt und einige Blitze sich von ihm abspalten das ein oder andere Mal. Und das, je näher du kommst, weiter nach verbrannter Luft riecht, nach Ozon. Von den Menschen ist nichts zu sehen. Hey, aber Boss, wir können doch die beiden zusammenklappeln. Was hältst du davon? Je größer, desto besser. Schnauze! Wir brauchen zwei Fahrzeuge. Wir brechen durch das Tor durch und dann sind wir frei. Tut, was ich sage. Mehr Spanners! Von den Menschen ist nichts zu sehen? Nein. Dann würde ich mich mal wieder zurück zu meinen zum Trupp begeben. Ich habe auf Videolink mitgeguckt, ob ich irgendwas von den Gefangenen sehe. Grün gewinnt! Ich würde gerne mal eine Wissensprobe für dieses Blitzdings machen, was der Typ da auf seinem Rücken hat. Ja, würde ich dir wieder eine. Entweder verbotenes Wissen Xenos und kannst auch Tech-Gebrauch könntest du auch machen, das ist aber erschwert. Würde ich dir um 20 Punkte erschweren, wenn du es so ableiten willst. Also Tech-Gebrauch oder Wissens- oder genau, du darfst, würfel erstmal Xenos-Lore und wenn du den Wurf schaffst, dann darfst du auf Tech-Gebrauch würfeln. Das sieht schon mal gut aus, 25 bringen dich da weiter. Orks sind zum Kämpfen geboren. Drese durch den Fleischwolf. Und für das andere... 20 Punkte Schwert. Nee. Wird schwieriger. Mit Tech-Use nicht. Also, mit Wissentechnik, ja. Mit Wissentechnik schaffst du das sogar? Okay, dann weißt du, dass das wohl ein... das ist... so eine Art Schutzschild, was die Orks benutzen, das ist unglaublich unzuverlässig. Das kann funktionieren, das kann auch nicht funktionieren.
Es kann auch sein, dass es sein in einem kleinen Radius seine Mit-Orks schützt, die da bei ihm im Rudel sind. Aber das ist sehr unzuverlässig, ein Kraftfeldprojektor. Was willst du denn? Also würde ich das immer so weitergeben. Sollte der ausfallen, also das Ding hält dann einen sehr starken Schuss ab, wenn er ihn überhaupt abhält. Und wenn der ausfallen sollte, dann müsste der erstmal wieder langfristig repariert werden. Das Blitzding, was die da haben, ist ein Schutzfeldgenerator. Unzuverlässig, wie fast alles von den Orks. Aber er könnte einen Alpha-Schlag verhindern. Verstehe. Ich sehe hier eigentlich mehr Möglichkeiten, Orks zu dezimieren. Das Terrain ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Vor allem haben wir mit unserem Bruder Ifrit schon ziemlich gute Waffen für ein solches Szenario am Mann. Wir könnten sie einfach bei ihrer Dummheit perken und du, Bruder, forderst sie oder den Ork-Boss offen heraus und locken sie damit in den Hinterhalt. Die Ruinen bieten einige gute Positionen dafür. Mitunter die, an der du dich eben versteckt hast. Guter Vorschlag. Die Orks haben allesamt, sie nennen sie wohl Schießer. Die Schießer und die Haumesser sind das wohl. Also sie sind sowohl für Fernkampf als auch für Nahkampf bewaffnet. Und der Ork-Boss, eine Elektrospule auf dem Rücken. Und wohl sowas wie ein Blaster, der da an seinem Gürtel herumleuchtet. Sollten die das Feuer auf dich erheben, dann könntest du ja dieses Kraftfeld ausprobieren, von dem die Inquisitorin gesprochen hat. Wäre doch eine gute Gelegenheit. Ich bin davon ausgegangen, dass sie von einem Energiefeld geredet hat, wie bei einem Energieschwert. Das Xenotech. Wer kann es genau wissen? Ich hab die Macht von Gorg und. Was für Gegner haben wir denn Javier insgesamt so ungefähr? Also, elf das. Mit dem Ork-Boss. Genau, wobei die Orks werden in einer Horde, also die Ork-Boys werden als Horde behandelt und haben dann eine Stärke von 30. Also gut, dann sind das deutlich mehr als 11. Nee, es sind 11. Die Hordenpunkte ist sowas wie die Entschlossenheit. Also das ist nicht ein Ork ist ein Massepunkt. Das kann so sein, muss aber nicht. Und die Masse ist bei 30, ist aber in diesem Fall eher die Entschlossenheit, die ihr dann auf Null prügeln müsst, bis sie sich dann entweder zerstreuen oder ihr sie eben dann zerschossen habt. Ich mache mir bei diesen Ork-Horden mit Bruder Ifrits Waffe keine Sorgen. Was denkt ihr, wie sie sich verhalten werden? Orks würden normalerweise auf die erstbeste Gefahr oder den erstbesten Angreifer zurennen, wild schreiend und schießend. Dann bringen wir euch mal in eine gute Feuerposition und ich werde sie ranlocken. Will mit der Boys moschen gehen. Oder mir. Und er würde nach hier oben in Richtung Zelt zeigen. Wir bringen einige explosive Dinge an und locken so einen Teil von ihnen weg, um ihren Boss direkt anzugreifen. Einen Enthauptungsschlag gewissermaßen. Überlass die Boys mir. Wir könnten uns aufteilen. Dass zum Beispiel die Fernkämpfer die Orks anlocken und die Horde und die Nahkämpfer sich dann von hinten irgendwie anschleichen, um den Ork-Boss wegzumachen. Was willst du denn? Er würde dich anschauen und den Kopf ein wenig schief legen. Das könnte ich tun.
Mein Gedanke hinter meinem Plan war, dass sie, weil wenn sich ihnen ein Fernkämpfer entgegenstellt, wohl diesem auch eher im Fernkampf begegnen. Orks laufen immer auf dem Ziel zu. Sie wollen immer, wie sagen sie so schön, kloppen. Ja, ich denke auch, die Orks werden uns anstürmen und dabei schießen, aber wir sind nicht sehr gut im Zielen und wie gesagt, wenn man anstürmt und versucht zu schießen, ist auch noch erschwert. Also da mache ich mir wenig Sorgen, außer wenn sie uns tatsächlich dann im Nahkampf erreichen. Dann wird es problematisch. Verzieh dich! Gut, Krei, du hast das Kommando, du hast verschiedene Pläne gehört. Es wird Zeit, uns zu positionieren. Also gut, Jungs, wir müssen den Hügel rauf und Raketenwerfer wegkloppen. Dann müssen wir einen Zybotten holen und Menschlinge um die Brücke wegputzen, weil du nicht genug Boys hast. Richtige Mobs machen, musst du da selber einteilen. Nun, wir müssen uns beeilen. Bringt euch in Position, sucht euch gute Deckung und öffnet das Feuer, wenn ihr bereit seid. Ich werde diesen Drachenzahn am Ork-Boss ausprobieren. Hey Boss, wenn das nicht funktioniert, bauen wir dann einen Stampfass? Ja, dann lege ich mich hinter eine große, hohe Düne in Deckung, wo ich noch, sagen wir mal, so 250 Meter entfernt bin am besten. 250 Meter? Quay hätte diesen Ort vorgeschlagen. Du kannst dich auch weiter weglegen. Also ich würde tatsächlich hergehen, Bruder Octavius. Könnt ihr euch hierhin bewegen und die Boys anlocken? Dann werde ich mich hier drüben im Sichtschutz zurückziehen, um sie dann mit dem Flammenwerfer zu braten. Ja, dein Flammenwerfer ist deutlich kürzere Reichweite, korrekt? Ungefähr 30 Meter. Ja. Also ich schieße auf 200 Meter zielgenau. Dann kannst du ja auch den Boss ausknipsen. Das ist deswegen mein Vorschlag, dass du dich dort in Deckung begibst und sie anlockst, damit ich sie dann beim Flammenwerfer kalt erwischen kann. Schieß einfach auf den Boss. Ja, wenn der durch den Schutzschild geschützt ist, dann muss ich ja wahrscheinlich mehrere Salven draufballern, bis irgendwas mal durchkommt. Na ja, gut, dann nehme ich aber diese Deckung da unten, ja, mache ich. Das halte ich auch für klüger, denn wenn wir das erste das Feuer eröffnen, sollten wir uns direkt gehen können und die Bedrohung ausmachen. Sich nach allen Seiten umsehen. Ich mich tatsächlich hier in Deckung begeben, dass mich für manche Stimmen nicht direkt sehen können. Also stellst du dich auf diese Seite der Steine? Genau. Ja, also hier noch mit diesem Sichtschutz und dann in diese Richtung genau. Den Flammenwerfer zünden. Die kommen angerannt, weil, also idealerweise kommen sie angerannt, weil der Ultramarine auf sie schießt. Und wenn sie nah genug sind, dann machen wir Barbecue. Gut, dann steht Octavius da, dann haben wir noch Cry und Gabriel. Oh ja, Gabriel würde mitziehen. Cry wird wahrscheinlich hier rechts rüber wollen. Dann wird er mitkommen und von hier aus den Angriff decken. Da wolltet ihr Granaten an die Zelte packen oder was hattet ihr davor? Das war eine der Ideen. Und die andere Idee ist, wenn die Orks weggelockt sind, sich dem Boss zu stellen. Okay. Ja, das den Granaten können wir ja trotzdem machen. Und wenn wir uns hier rüber wissen wir, dass wir uns hier rüber zurückziehen können. Gut. Cry gibt das Kommando, sobald ihr bereit seid und nicht das Feuer öffnen soll. Dann würfeln die Orks jetzt gerade mal auf Aufmerksamkeit und sie werkeln weiter an ihren Fahrzeugen. Könnt ihr dann auch sehen, wie die erste Gruppe da wohl, die beim Boss steht, die Maschinenschlüssel und so alles in großen Kasten reinfeuern und schon mal aufsteigen. Die andere Gruppe ist wohl aber noch nicht so weit. Euch, ihr räudigen Hunde. Gabriel möchte ins Zelt rein und mit seinem Schwert oder irgendeiner bei sich führt, wir aufschneiden, sodass er dadurch uns zielen kann. Ein kleines Loch noch reinmachen? Ja, genau, erstmal und sobald es mit dem Feuern losgeht, wird das sowieso gut. Okay, dann könnt ihr alle mal eine Initiative würfeln.
Wollen wir nicht erst noch irgendwie Frag Grenades prime oder so? Für den Fall, dass wir uns das ziehen müssen. Also, würfeln, weil ich kann das wahrscheinlich nicht. Ich dachte, du kannst das, wenn du das vorgeschlagen hast. Tech Use, dachte ich. Sprengstoff gibt's auch. Ich glaube, es gibt auch Sprengstoff als Demolition. Ja, das habe ich, glaube ich, nicht gelernt. Initiative ist 1W10 plus... 1W10 plus den Gewandtheitsbonus. Oh. Sprengstoffgebrauch ist Intelligenz, genau. Also ich könnte das. Hust, hust. Du stehst auf der anderen Seite. Oh, die Orks sind aber schnell. Auch wenn sie nicht rot angemalt sind. Improvisieren, aber ich glaube, ich will nicht. Dann habt ihr zumindest keinen Überraschungsvorteil mehr. Ja, wollt ihr die Granaten jetzt schon anbinden oder wollt ihr das dann während des Kampfes machen? Nee, das machen wir da einfach gar nicht, wenn das niemand von uns kann. Und Notiz, wir brauchen jemanden, der das kann. Wir haben einen, der das kann, der steht nur auf der anderen Seite. Wir brauchen mehr Leute, die das können. Ich glaube, ich könnte das lernen, aber ja. Memo an mich selbst. Dann darf Octavius beginnen mit der 15. Ja, ich möchte eine volle Kampfrunde zielen. Gut, dann passiert weiter noch nichts. Und die Orks tun auf der 15 auch nichts. Auf der 13 auch nichts. Und dann ist Bruder Ifrit dran. Du kannst sicherlich auch nichts tun, bis am Flammenwerfer. Ich warte darauf. Genau. Dann haben wir auf der 10 Cry. Ja, ne? Ich glaube, ich warte auch darauf, dass es losgeht. Ja, eigentlich können wir die Kampfrunde überspringen. Ich wollte gerade sagen, weil wenn du jetzt nicht schießt, also wenn du schießen würdest, dann würdest du sie ja zu dir ziehen und das wäre ja problematisch. Also, ungewollt, genau. Ungewollt. Dann hat Gabriel ein ganz anderes Problem. Okay, und Gabriel wartet auch. Eine ganze Runde zielen für Octavius, nächste Kampfrunde. Okay, ja, dann lege ich los. Vollautomatisch auf diese Gruppe hier da hinten. Wieder. Ja, die ersten Ork-Boys oder Mac-Boys, die da stehen auf dem noch nicht funktionierenden Buggy. Also gezielt ist plus 20. Ja. Dann habe ich 4 Erfolgsgrade. Das müssten alle Treffer. 4 Treffer? Vollautomatisch? Ja, aber da Sturmbolter sind das 8 Treffer. Okay, dann sind es, du schießt mit deinen beiden Doppelläufen, mit dem Bolter, bam, 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 und siehst, wie die Orks von den Kugeln zerfetzt werden. Normalerweise würden Gliedmaßen abgerissen werden. Sie taumeln, schwanken, einige brechen auch zusammen, aber sie stöhnen immer wohl noch und du hast keinen einzigen gefällt. Macht auf! Zeit zu kämpfen! Sie bleiben jetzt halt so ein bisschen bewegungslos auf dem Buggy liegen und stöhnen. Du hast jetzt aber die Aufmerksamkeit von allen anderen, die jetzt in deine Richtung schauen und auch von dem Ork oder Mac-Boss, der jetzt seine riesige Energiekralle oder so eine Schere hebt er in die Luft, klackt damit einmal. Auf sie! Macht sie weg! Marschen! Bin zu groß, um besiegt zu werden. Ja, genau, das war ja der Plan. Kommt zu mir, ihr dreckigen Orks. Genau. Horde ist reduziert um die 8 Punkte und dann geht es los. Und zwar... die sind noch nicht so schnell, die fangen zumindest an zu laufen. Ich muss gerade mal schauen, was die für eine Bewegung haben, die Ork Boys. 18 passt. Die fangen an zu sprinten. Und die anderen würden tatsächlich in ihrem Buggy. Der Mac-Boss springt auf. Drückt da wohl irgendwelche Runenknöpfe und ihr könnt sehen, wie das Gefährt. Promethium ausspuckt, hustet einmal dieses ganze Gefährt und dann fährt es los. Er reißt das Lenkrad rum und mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit brettern sie, erstmal prallen sie wohl gegen irgendwie so einen imperialen Container, den sie so ein bisschen zur Seite stoßen und ziehen dann um die Kurve, weichen dann noch so einer Säule aus und setzen sich dann hinter die anderen Mac-Boys, die sie vielleicht sogar fast überfahren, wenn sie dann nächste Runde nicht reagieren würden.
Das war die 15, das war die 13. Dann ist Bruder Ifrit dran. Du hast noch keine Reichweite, das heißt, du wartest weiter ab. Ja, ich warte darauf, dass mir mein lieber Bruder Octavius den Daumen nach oben gibt. Gut. Dann ist Cry dran. Ich sag über Funk, der Plan funktioniert, sie kommen auf meine Position zu. Und das sind viele. Da, sobald du schießen kannst mit dem Flammenwerfer. Ups, also meine Charging ist 30. Das reicht nicht ganz. Ohne Sprungmodul hast du so viel. Nee, Quatsch. Dann sind es nur 15. Ich wollte gerade sagen. Ich habe gelogen. Du hast dein Sprungmodul ja zurückgelassen. Du hast dein Sprungmodul zurückgelassen. Das war ganz schön dumm. Ich habe nicht gedacht, dass man hier drin fliegen kann. Selig sind die geistig Armen. Dann würde ich mich genau dahin bewegen. Wohin, zur Säule? Oder? Ja, ja, alles klar. Dann läufst du einfach nur. Und Bruder Gabriel, du siehst, wie sie jetzt aus deinem... Also du kannst das Loch so ein bisschen noch vergrößern, aber das Loch war echt klein und sie sind so ein bisschen da raus, aber du kannst den letzten Schuss noch machen, wenn du möchtest. Ja, ich konnte ja die letzte Kampfrunde wie unser Octavius auch zielen, da wir nichts getan haben. Und den Ork-Boss werde ich jetzt aber gerade in diesem Augenblick nicht treffen. In dem Winkel nicht, nein. Nee, ja, du kannst auf die Horde schießen, also auf die untere Horde. Du kannst auf die Horde schießen. Die zu Fuß laufen. Einzelschuss. Was? Den Buggy? Der Buggy ist genau hinter der Säule, das ist ein Problem, was er gerade hat. Und die anderen laufen zu Fuß, die kann er beschießen. Ja, gut, dann schieße ich. Habe ich eine minus 20 und weil meine Waffe genau ist, bekomme ich je nachdem ein Erfolg noch Bonusschaden, aber das schauen wir uns jetzt an. 73, das ist auf jeden Fall geschafft. Nur mit, ob da ein Erfolgsgrad mitten ist, ist die Frage. Ja, plus 20 durch Zielen, ne? Hast du Hass Orks? Nein, das geht nur im Nahkampf. Echt? Nee, Hass hilft doch gegen alles. Nee, nur Nahkampf leider, okay. Sonst hätte ich das auch. Das ist tatsächlich noch ein Erfolgst. Also du hast getroffen. Ich hab getroffen und der also Erfolgsgrad. Das bringt mir nichts. Ich hätte sonst Bonusschaden bekommen pro zwei Erfolgsgrade. Das ist egal, weil es eine Horde ist, die du angreifst, aber du kannst trotzdem mal den Schaden machen, weil du musst über die Toughness und Rüstung von denen kommen. Also mehr als. Muss gerade mal gucken, du musst mehr als 11 Punkte Schaden machen. Okay. Weil die eine Rüstung von 3 haben, das ist dieser Crude Void Suit. Und eine Toughness von 4 mal 2 sind 8. Ja, sehr schade. Dann ich schießt du. DS5? Ja, DS5, stimmt. DS kommt ja auch noch aufgerechnet. Das vermindert die Rüstung von 3 auf 0. Die Toughness ist 8. Damit kannst du zumindest einen weiteren wegpusten. Und dann sinkt die wieder um einen Punkt. Ja, damit fällt auch der erste dann getroffen tatsächlich zu Boden und bleibt auch mal liegen. Also angeschossen war der wohl schon von Octavius, aber Orks sind wirklich, wirklich zäh. Und selbst wenn man die mit Bolt-Munition spickt, auch sie selbst schießen wohl auch jetzt gerade mit ihren Shooters, mit ihren Bolts auf euch, während sie laufen und mit dem Fahrzeug fahren. Gut, dann ist Gabriel fertig, nächste Kampfrunde. Dann fangen wir mit Octavius an. Ja, die sind jetzt schon auf kurz, ne? Das heißt, ich kriege einen 10er Bonus und mach wieder vollautomatisch, aber halt ohne Zielen, weil das ist ja eine volle Aktion. Ja. Und dann leg ich mal los.